Hey, ich bin's Felix von MobileTrans und ich zeige euch heute zwei einfache Wege, wie ihr Musik von einem Android-Smartphone auf ein iPhone übertragen könnt. Da ich lange selbst Android-Nutzer war, weiß ich, dass der Umstieg von einem Android-Smartphone auf ein iPhone durchaus mit Unannehmlichkeiten verbunden sein kann, gerade wenn man große Datenbanken von Bildern, Videos und Musik hat, die man von seinem alten Smartphone auf das iPhone übertragen möchte. Und darum habe ich heute zwei Wege für euch zusammengestellt, die sehr unterschiedlich sind, aber beide sehr effektiv sind, damit ihr möglichst schnell, problemlos und sehr, sehr sicher eure Daten, insbesondere heute eure Musik, von eurem Android-Smartphone auf euer iPhone übertragen könnt. Wenn ihr einen dieser Wege befolgt, werdet ihr ganz sicher einen problemlosen Umstieg auf ein iPhone schaffen. Also legen wir direkt los. Bevor es losgeht, möchte ich noch beide Wege kurz umreißen, damit ihr grob wisst, worum es geht. Weg Nummer 1 ist MobileTrans und das ist wie immer eigentlich die schnellste, sicherste und effektivste Möglichkeit, eure Musik von einem Android-Smartphone auf ein iPhone zu übertragen oder von einem Android-Smartphone zu einem Android-Smartphone oder von einem iPhone zu einem Android-Smartphone. Weg Nummer 2 vollzieht sich dagegen über einen kleinen Umweg, denn zunächst müssen wir die Musik vom Android-Smartphone auf den PC ziehen und sie dann über iTunes auf dem iPhone importieren. Wie ihr seht, haben wir einiges zu tun, also legen wir direkt los mit Weg Nummer 1. Wir befinden uns jetzt an meinem Computer und das erste, was wir machen müssen, ist die Wondershare MobileTrans Software zu öffnen. Wie man sie installiert, habe ich schon mal in einem anderen Video gezeigt. Das heißt, wir können die Software jetzt direkt launchen und hier auf den Reiter Handy übertragen gehen. Hier gehen wir auf Übertragen und bekommen direkt zwei angeschlossene Geräte angezeigt. Das klappt natürlich nur, weil ich zuvor mein Motorola Moto G7 Plus und das iPhone 11 am Computer per USB angeschlossen habe. Wie ihr seht, werden beide Geräte jetzt gerade indexiert und die gesamten Dateien, die darauf sind, geladen, damit wir hier auswählen können, welche Dateien von welchem Gerät auf welches Gerät übertragen werden sollen. Sobald die Indexierung abgeschlossen ist, bekommen wir hier eine Auflistung mit allen Dateien auf unserem Android-Smartphone. Falls wir das andersherum übertragen möchten, können wir das hier über Wechseln einmal durchtauschen. Aber wir möchten für unseren Fall jetzt nur die Musik kopieren. Das heißt, wir wählen hier die Musik aus und klicken hier unten auf Start. Alles, was ihr danach noch machen müsst, ist abzuwarten, bis eure gesamte Musikbibliothek kopiert ist. Und schon könnt ihr auf eurem neuen iPhone die gleichen Lieder in der gleichen Umgebung hören, wie ihr es vorher von eurem Android-Smartphone gewohnt wart. Bevor wir mit Weg Nummer 2 weitermachen, könnt ihr die Zeit schnell nutzen, dieses Video zu teilen, falls es euch hilft, es zu liken und zu abonnieren und die kleine Glocke daneben zu aktivieren, damit ihr nie wieder einen unserer Video-Uploads verpasst. Weiter geht's jetzt mit der zweiten Methode. Und wie eben schon erwähnt, ist der erste Schritt hier, dass wir die Musik von unserem Android-Smartphone auf unseren Computer kopieren. Dazu schließt ihr erneut das Android-Smartphone an den Computer an und müsst dann in einer Abfrage eurem Computer Dateizugriff auf euer Android-Betriebssystem gewähren. Wenn das geschehen ist, können wir den Datei-Explorer öffnen und hier links in der Spalte mit den verschiedenen Laufwerken das entsprechende Handy auswählen. Ich habe hier wieder mein Moto G7 Plus angeschlossen und bekomme dann die Auswahlmöglichkeit vom internen Speicher und der SD-Karte. In meinem Fall liegt die Musik auf der SD-Karte. Wenn ihr keine SD-Karte habt, ist sie auf jeden Fall im internen Speicher und wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, müsst ihr mal beide Ordner durchgucken. Ich weiß aber, dass die Musik hier liegt, klicke den Ordner also doppelt an und finde hier den Ordner Musik. Wie wir sehen, sind hier drin drei Songs und diesen Ordner Musik, den nehme ich jetzt, kopiere ihn und füge ihn dann auf dem Desktop ein. Jetzt haben wir auf dem Desktop genau die gleiche Musik, die auch auf dem Handy ist und können diese Dateien jetzt über iTunes aufs iPhone ziehen. Hierzu ist erneut der erste Schritt, dass wir das iPhone per USB mit unserem Computer verbinden und dann iTunes starten. Wenn ihr das iPhone angeschlossen habt, seht ihr hier oben das kleine iPhone-Symbol und könnt darauf klicken. Dann bekommt ihr alle möglichen Informationen zu eurem iPhone, zu bestehenden Backups etc. angezeigt. Für uns ist der Bereich hier oben jetzt allerdings nicht relevant, sondern wir möchten hier unten zu Optionen gehen und unter Optionen den Punkt Musik und Videos manuell verwalten aktivieren. Dadurch bekommen wir erweiterte Zugriffe auf die Dateistruktur des iPhones und können, wie der Name schon sagt, manuell Dateien hinzufügen oder löschen. Das ist sehr, sehr praktisch und deswegen aktivieren wir diesen Punkt und klicken hier unten auf Fertig. Jetzt sind wir wieder auf unserem Startbildschirm gelandet und können hier oben links auf Datei gehen und dann Datei zur Mediathek hinzufügen oder einen ganzen Ordner zur Mediathek hinzufügen. Für den Beispielsfall nehme ich jetzt mal nur eine Datei. Wenn wir das gemacht haben, öffnet sich wieder der Windows Datei Explorer und hier suchen wir nach unserem gerade angelegten Ordner Musik. Den klicken wir doppelt an und haben hier wieder unsere drei Lieder. Ich nehme für den Fall jetzt Lied Nummer 2, My Destiny, und klicke das doppelt an. Dann gehen wir wieder hier oben auf das kleine iPhone-Symbol, hier unten zu Musik und aktivieren hier den Punkt Musik synchronisieren. Jetzt können wir die gesamte Mediathek synchronisieren
und klicken unten auf Anwenden. Das dauert nur eine Sekunde, aber weil das jetzt nur ein Lied war, ging das relativ schnell. Haben wir das gemacht, sehen wir hier unter Musik das hinzugefügte Lied My Destiny und können es über das iPhone wiedergeben. Jetzt habt ihr zwei einfache Wege gesehen, wie ihr eure Musik von einem Android-Smartphone auf ein iPhone übertragen könnt. Wenn euch das Video geholfen hat, dann teilt es auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, dann liked es und abonniert unseren Kanal, damit ihr nie mehr eins unserer hilfreichen Videos verpasst und aktiviert die kleine Glocke daneben, damit ihr über jeden Upload informiert werdet. Dann war's das mit diesem Video. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!